Hallo ihr Lieben, nachdem die letzten Wochen nicht so viel passiert ist, ist dafür in den letzten Tagen umso mehr passiert. Ich war vor 2 Tagen bei dem Herrn Dr. Kimmelmann im Isar-Klinikum in der plastischen Chirurgie, um dort mit ihm über das Lipödem und das weitere Vorgehen zu sprechen. Er würde die Liposuktion durchführen. Ich erfülle alle Voraussetzungen dafür. Er würde auch die Hautoperation, die damit verbunden ist, im Nachhinein durchführen. Aber so wie mein BMI momentan ist, würde die Kostenerstattung bei der Krankenkasse nicht durchgehen. Und deswegen tendiert er auch dazu, dass ein Schlauchmagen die letzte Lösung ist, um mich irgendwie auf einen grünen Zweig zu bringen. Und hat mich an einen Herrn Dr. Stauch verwiesen, der in der Dr. Lubos Klinik in Bogenhausen praktiziert. Da habe ich dann auch nach dem wirklich positiven Gespräch mit dem Herrn Dr. Kimmelmann, der wirklich sehr nett und verständnisvoll war, angerufen und war positiver Dinge, habe mich gefreut auf ein Beratungsgespräch dort, um halt wirklich einfach mal was vorwärts zu bringen. Das Gespräch dort war dann leider nicht sehr positiv. Ich hatte eine Dame am Telefon, die, naja, nicht sehr freundlich war, drücken wir es mal so aus. Sie meinte dann, ja, mit meinem BMI muss ich erstmal eine Ernährungsberatung machen und die dauert 6 Monate. Das ist Voraussetzung von der Krankenkasse. Es muss ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden und der nächste Termin, der frei wäre, ist halt im April nächsten Jahres. Daraufhin habe ich halt zu ihr gesagt, naja, aber bei mir ist halt das Risiko einer erneuten Thrombose und gibt es da nicht eher einen Termin? Nein. Dann habe ich gemeint, ich habe mir einen Magenballon auf eigene Kosten setzen lassen. Ernährungstherapien habe ich schon hinter mir, unter anderem eine ambulante Ernährungstherapie über ein Jahr im Krankenhaus Bogenhausen. Nichts von alledem war in irgendeiner Form erfolgreich. Warum muss ich das jetzt schon wieder über mich ergehen lassen? Ich habe es doch schon hinter mir. Und dann meinte sie halt nur so ganz keck, wenn ich ein Problem damit habe, dann kann ich die OP ja auch selber bezahlen. Dann habe ich nur zu ihr gemeint, den Gefallen tue ich meiner Krankenkasse ganz sicher nicht. Ich bin krank, ich erfülle die Voraussetzungen für so eine Operation, ich habe Beschwerden und ich werde ganz sicher nicht eine Operation alleine bezahlen, die Tausende von Euro kostet, wenn ich den Anspruch habe, dass es die Krankenkasse bezahlen muss. Ja, okay. Also habe ich den Termin für April jetzt erstmal dort ausgemacht und war nach dem Gespräch dann doch wieder etwas down und musste mich erst einmal wieder sammeln und überlegen, wie es weitergeht.